Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Strategic Command. Jawohl. So, du kannst vielleicht mal da reingehen. Und das Core, hat einen Erfahrungsbalken, das geht mal hier in die Lücke rein, würde ich sagen. Gut, den Panzer laden wir vielleicht mal wieder auf 10 auf. Die müssen wir ganz dringend auf 10 aufladen. So, der kommt jetzt wieder zum Hauptquartier hin. Der war aber, glaube ich, auf Boden gesetzt. Da müssen wir wieder auf automatisch gehen. So, der geht nur bis 8. Der geht voll. Da geht leider nichts. Gehst du mal da rein. Da geht wahrscheinlich auch nichts. Doch, bis 8. Okay, und die italienische Armee verstärken wir noch bis 8. Die müssen wir noch verstärken. Und hier haben wir noch einen Jäger, den wir noch verstärken müssen. So, und dann sind wir bei 816 und haben gerade erstmal uns um die Westfront gekümmert. Noch nicht um die Westfront gekümmert. So, du gehst mal hier rein. Greifst den mal an. 3-0 hört sich gut an. Ja. Wird leider verlustreicher als 3-0. So, du gehst mal hier hin. Doch noch einen verloren. So, du kannst dich mal bis 8 aufladen. Den hatte ich nämlich ganz vergessen. So, 786. Dann geht's weiter. Also hier oben haben sie ja leider wieder so einen Arsch hingestellt. So ein Arschloch. So. So, der müsste jetzt abgeschnitten sein. Okay, hier kommt er leider nicht so richtig hin. Aber egal. So, du gehst vielleicht mal hier hin. Dann müsstest du 7 haben. 6, 5 doch eigentlich, oder? 6. Ach so, 6, 5, 4. Gut, das ist natürlich ärgerlich, wenn ich den dahin bringe. Was würde da denn passieren? Achso, ich muss ja nächste Runde gucken. Okay, das sieht sehr gut aus. So, dann gucken wir hier mal weiter, würde ich sagen. Das Gute ist, dass wir diese Runde nicht im Osten wenig aufladen müssen.
Also die müssen wir aufladen bis auf 10. Und den können wir leider nicht aufladen. Dann fährst du mal kurz weg. So, du machst da mal dein 1-1. In der Hoffnung, dass du den jetzt killst. Sehr schön. Ja, der kommt da leider nicht hin. Was ist denn das hier? Eine Armee. Okay. Das erklärt das einigermaßen. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass der super... Egal, machen wir jetzt mal. Dahin. So. Gut, du machst da jetzt aber keinen Angriff und du fährst jetzt einfach mal hinterher. Könnt alle mal hier näher rankommen an Moskau. So, den müssen wir aufladen bis 8. Der geht voll, aber das geht auch bei denen ab. Gehst mal in den Bodenmodus, würde ich sagen. Ich kann dich gerade nicht aufladen. Was ist mit dem? Das geht auch nicht. Dann könntest du den eigentlich mal tilgen. Die verlegen. Leider nein. So, den können wir mal voll aufladen. Da geht leider nichts. Dann könntest du da vielleicht den Rest legen. Zack. So, und ihr bewegt euch einfach schon mal vorsichtig weiter. So, und wir können das HQ verlegen nach, ja, ist die Frage, wohin? Ich würde sagen, nach Italien. Okay, so, du gehst mal hier irgendwo auf eine Bahnverbindung und lässt dich nächste Runde verlegen. Dann können wir die 12. Armee ja eventuell da lassen. Achso, ich wollte gucken, wie das aussieht, ob da einer drin ist. Ja. Gut. Dann hat sich das erledigt. Dann lassen wir nur die 12. Armee in Astrachan. Und gucken hier mal weiter. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass hier jede Menge Flugzeuge sind, die dringend aufgeladen werden müssen und die einfach keine Versorgung da finden. Wir sägen auch immer. So, der müsste, glaube ich, wieder in den automatischen Modus rein.
So, du kommst mal hinterher, würde ich sagen. Wie sieht denn das mit der Versorgung momentan aus? Das sieht nicht so gut aus, leider Gottes. Leider nicht upgraden. Aber da dürfte ja eigentlich keiner sein. Sonst müsste ich den ja sehen. Aber da könnte natürlich einer stehen. Was jetzt ein bisschen problematisch ist. So, du gehst mal dahin. Und du würde ich sagen, passt auch da mal auf. Und kommt da leider keiner hin. Der überlebt das, der Panzer. Das war jetzt ein bisschen wahnwitzig, was ich da gemacht habe. Der hat nächste Runde Versorgung 4. Okay. Es geht ja noch einigermaßen. So, hier haben wir noch einen, der hinterherkommt. Und die Flugzeuge, das heißt, der könnte vielleicht mal irgendwo angreifen. Okay. Jetzt sind sie alle im Endeffekt ein Fall für die Werkstatt. Du gehst mal hier hin. Und guckst dann einfach mal, dass du nächste Runde auch hier hinkommst, weil die brauchen, glaube ich, dringend ein zweites HQ. Ja, so, du kannst hier auch nochmal runterlaufen. Okay, so, ja, also alles in allem sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Ja, sind natürlich recht langsam beim Vorrücken, alles in allem. Hier oben hatten wir aber noch nichts gemacht. Jetzt blöd. Du gehst mal dahin. Gut, ja, euch kann ich jetzt momentan leider nicht gebrauchen. So, aber wir haben jetzt noch reichlich Prestige. Ich würde sagen, du gehst auch mal hier hin und greifst da nächste Runde mal an. Und 4, 3, 3, 5, aber der wird ja jetzt langsam runtergehungert. Wie sieht das eigentlich da aus mit der Versorgung? 4 und 3, okay. 10, 9, 8. Was wäre da? Wahrscheinlich wegen dem Wald. Ein bisschen ärgerlich. Gut, müssen wir mal sehen, wie wir das handhaben. So, aber wir haben ja noch zwei Einheiten. Also hier haben wir ein Korps. Was machen wir damit? Ich würde sagen, das verlegen wir nochmal schnell an die Westfront. Falls es da nochmal irgendwo Durchbrüche geben sollte, dass wir da noch ja, Einheiten vorhanden haben. In der zweiten Front haben. Dann würde ich sagen, tun wir die hier mal durchtauschen. Weil der hat noch Stärke 9, der ist also effektiver. So, und dann ja, können wir uns noch eine Garnison kaufen. Wir kaufen uns eine mechanisierte.
kaufen uns die Pioniere. Kaufen uns einen Panzer. Machen wir das so. Gut, und dann sind wir jetzt pleite, aber 154, 52, 31, 34, immer noch 29. Und die haben 52, also zwei wieder mehr, aber naja, auf die Dauer will ich da mal überhaupt keine Prognose abgeben, wie das ausgeht. Also wir dürften jetzt wieder, ja, obwohl, nee, also diese Runde ging es eigentlich. Diese Runde haben wir nicht so viel verloren. Italien, ja, Italien verliert natürlich massiv momentan. Die Sowjets, da ging es diese Runde auch. Die Amerikaner haben wenig verloren, aber die Briten eigentlich auch wenig, okay. Das ist komisch. Ja gut, weil hier natürlich überall nichts los war. So, und ich würde sagen, du gehst vielleicht mal lieber da oben hin. Greifst das scheiß U-Boot mal wieder an. Gut, ja, jetzt haben wir nur noch zwei. Hat sich das erledigt. So, der hat wieder sehr gute Moral. Achso, mit den Schiffen müssen wir noch gucken, mit den U-Booten. So, der stört da. Du gehst mal dahin. Okay, denen scheint das momentan ein bisschen egal zu sein, so wie ich das Gefühl habe, dass hier einige Einheiten am Stören sind. Okay, der ist irgendwie... Was hat der für einen Modus? Kann ich das hier sehen? Nein. Der müsste dringend mal wieder zurück. Das könnten wir natürlich mal machen. Gut, ja, also alles in allem sieht es so aus, dass den bringen wir vielleicht mal ein bisschen näher an die Front ran. Den müsste man eigentlich auch mal, könnte ich den noch um einen verstärken, das sieht gut aus. Gut, ja, also wir haben jetzt immerhin den Panzer und das ganze Zeugs nachbestellt. So, wenn das jetzt hier einigermaßen wenig verlustreich verläuft, dann wäre ich sehr glücklich darüber. Nächste Runde müssen wir halt die ganzen Flugzeuge reparieren, was auch nochmal schweineteuer wird. Und ich hoffe mal, der wird da in dem Kaff halten. Der hat Versorgung 4 momentan. Hoffentlich hält er das. So, achso, wir haben hier noch eine Artillerie, die könnte... mal dahin, dann kann die nämlich mal da auf die 11. Armee drauf gehen, die ja ein bisschen hartnäckiger zu sein scheint. Ja, und gut, die sollten dann vielleicht doch lieber zurück, aber das können wir uns jetzt gleich alles mal anschauen. Stören die Versorgung. U14 hat Schaden erlitten. Spionage, okay. Produktionstechnologie Stufe 5 gefällt mir auch. 1200 und 270 für Italien. Also da ist jetzt auch das mit der Truppen hier für Russland ist jetzt beendet. Die 10 Runden. Das ist schon mal sehr schön. Ah, jetzt kriege ich die scheiß Dose nicht auf. Ich hoffe, dass ich habe jetzt nicht gerade irgendjemand in das Trommelfell gesprengt. Oh. Okay, da kommt das scheiß Zerstörer an. Mhm.
könnte natürlich auch gucken, dass man eventuell die Regia Marina vielleicht die letzten Einheiten dann noch irgendwie opfert. Aber das sind so viele Schiffe, also eigentlich müsste man die ganze, ja, ganze Kriegsmarine mal bauen, aber dafür reicht halt das Prestige nie aus. Das ist halt die Problematik. Okay. Also wir müssen sehen, dass wir jetzt echt mal ja, ein bisschen weiterkommen, alles in allem. Vielleicht sollten wir diese Runde mit den Bombern mal auf Jaroslawl draufgehen, damit wir die Stadt schnell nehmen können. Damit wir da vielleicht schon mal mit einem kleinen Teil der Einheiten weiterkommen. Gut, ja, ich meine, wenn ich dann die Alliierten bin, dann wird dann schlechtes Wetter sein, dann wird das dann sowieso auch wieder für mich lustig werden. Zwischendurch mal eine Runde ausgesetzt. Höchstwahrscheinlich, weil die einfach ja, selber ja, aufgeladen werden mussten. Verlieren jetzt zwar nicht so viel, aber wahrscheinlich doch immer so einen Stärkepunkt und das macht sich dann halt schon irgendwie bemerkbar. Hagen wollte ich eigentlich auch mal mit Dingesschutz ausstatten, aber naja, muss jetzt nicht zwingend sein, würde ich sagen. So, die eine italienische Armee da ist wahrscheinlich jetzt demnächst Geschichte. Gut. Sache ist natürlich, ich weiß ja auch gar nicht, wie es jetzt aussieht. Im Endeffekt mit den feindlichen Truppen. Mit den feindlichen Flugzeugen. Das kann auch sein, theoretisch sehr gut möglich, dass die ja, Flugzeuge auch alle. Okay, jetzt haben sie hier auch einen Bomber hingestellt. Das finde ich jetzt frech. Italiener ist natürlich echt scheiße, weil das ist teuer, die Nachzug. Das ist echt. Ich glaube, ich sollte. Das ist doch ein Witz, ey. Wie viele Bomber wollt ihr denn noch haben, ey? Die schießen alles zu Heidi Klum, ey. Und die Idioten da, die geben überhaupt keinen Support-Fire. Die muss ich alle dringend da in den Süden holen. Weil da bomben sie ja die ganze Zeit jetzt drauf. Ja, im Norden haben sie auch keine Einheiten mehr. Wo sollen sie da drauf bomben? Macht ja auch keinen Sinn.
Aua. Ah, das wird wieder so teuer alles, unfassbar. Jetzt stellen sie auch noch die Artillerie da vorne rein. Ich fasse es nicht. Okay, also das ist jetzt, das geht jetzt aber langsam echt zu weit. Der werden wir jetzt dringend hier mal irgendwas reißen müssen. Leider aufgeladen, das ist ärgerlich. Okay, sie ziehen sich zurück. Das gefällt mir schon mal tendenziell. Okay, da ist ein HQ. Ach ja, wie lange dauert das denn noch? Hier ist leider eine zweite Einheit bei Jaroslawl gespawnt, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber gut, das kriegen wir schon alles hin, irgendwie. Da wird weiter fleißig rumgeballert. Da auch. Okay. So, jetzt haben wir es 11.22 Uhr, schön und gut. Ich bin der dumme Knut. So, ja, dann ist jetzt die Frage. Okay, wir starten jetzt hier. Ne, wir starten hier, Zerstörer gesichtet. Ja, wir starten hier, okay. So, das sieht doch schon mal gut aus, dass wir jetzt einen Panther, den Panther gleich kriegen. So, der Befehlshaber, den muss ich ja da sowieso hinstellen. Du gehst vielleicht mal nach Thessaloniki rein. Dann ist jetzt nur in Iaonina. Wäre jetzt noch ein theoretisches Feld. Was ist da? Da ist jetzt keiner dazugekommen. Bringen wir den mal hier. Achso, den kann ich nicht direkt dahin bringen, aber egal. So, gut. Dann gucken wir weiter. Zagreb-Korps. Zack. Kommt dahin. Und dann. Der Rest jetzt geht jetzt nicht. Wie sieht das hier aus? Kann ich leider noch keinen verlegen.
Den kann ich verlegen. Obwohl, ich müsste den auch eigentlich von da auch verlegen können. Dann hat das nicht ganz so weit. So, du gehst da mal rein. Und ihr geht jetzt einfach mal, du gehst vielleicht mal dahin und lässt dich von da verlegen. Und du unterstützt im Süden mit, würde ich sagen. So, du fliegst mal dahin. Du musst dich nämlich dringend teilen. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Norden an. Und ihr lasst euch vielleicht einfach mal voll heilen. Das sieht gut aus. Und du musst dich da zurückziehen. Da standen leider doch wesentlich mehr Einheiten als gedacht. So, du nimmst dir mal kurz mit einem Schuss aus dem Spiel. Okay. So, die Stadt hat leider eine grottige Versorgung. Und ich werde jetzt trotzdem mal den einen näher ranfahren. Okay, so, dann machen wir hier weiter. Du wirst aufgeladen. Dann beginnt ihr einfach mal. Da ist der eine hin. Auch noch da in das Kaff zurück. Ich fasse es nicht. Gut. Oh nee, jetzt kommt da keiner rein oder was? Na egal. So, kann da leider nicht rein. Na gut. So, sehr schön. Sagen, das war jetzt durchaus verlustreich für die KI.
nicht hin. Was ist mit dem? Der wird wahrscheinlich... der kann nicht mehr schießen oder kommt da nicht hin. Okay, ja, dann kommt er leider mit einem Stärkepunkt, was sehr, sehr ärgerlich ist. Gut, gucken wir hier mal weiter. Aufgeladen. Und ja, ihr geht jetzt einfach mal dahin. Ist vielleicht ein Ticken weg. So, den wollte ich in den Süden verlegen. Wo natürlich überall alles nicht so richtig passt. Das geht nur bis 7. Da, also den hatte ich erst bewegt, genau. Da geht nichts. Ah, der geht aber voll. Da geht leider auch nichts. Das geht voll. Dann leider doch Verluste mit dem in Kauf nehmen. So, du gehst mal da rein und dann gibst du dem nicht den Rest. Unfassbar. Wie kann man nur so ein Stümper sein? Jetzt kommt da keiner rein. Ah, ist das ätzend. Gut, aber die dürften da auch keinen neuen reinsetzen können. Egal, die Hauptsache ist, dass der dass er geschwächt wird. Das ist blöd. Du machst da weiter mal hier einen kleinen Privatkrieg mit dem. Ihr könnt da mal unterstützen. So, und ja, musst du ihn leider kaputt machen, auch wenn das Haku natürlich ein tendenziell interessanteres Ziel wäre.
Okay, da unten sind Einheiten zu sehen. Es war ja ein bisschen zu erwarten, dass das so ist. So, du kannst vielleicht mal hier runter gehen. Und du gehst mal dahin. Okay, so, das sieht ganz gut aus, alles in allem. Ihr könnt vielleicht mal euch irgendwo aufladen, weil die waren die ganze Zeit irgendwo auf dem Wasser unterwegs, die meisten zumindest. Da würde das Sinn machen. Wenn ihr euch mal aufladet. So, und dem Chor gebe ich vielleicht mal seine Infanteriewaffen, falls jetzt wirklich, ja, die Angriffskräfte bis dahin kommen sollten. So, Forschung, ja, die sind jetzt bei, die machen momentan nicht viel. Könnten sich eine Armee, aber ohne Upgrades. Dann würde ich sagen, warten wir lieber noch eine Runde. Und ja, genau, hier müssen wir sowieso noch loslegen. Nur bis 8 da. So, ihr greift da mal an. Du gehst mal dahin. Doof, weil jetzt kommt da keiner mehr rein. Okay, gut, aber muss ja jetzt auch nicht zwingend sein. So, dann gucken wir mal weiter. So, 10. Zack. 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 So, dann würde ich sagen, geht ihr alles alle mal etwas nach Süden. So, und du greifst mal diesen Idioten da an. Hast ja zwei Schüsse dafür. Kannst dich mal verstärken. Du kriegst noch einen X-Stärkepunkt. So, du fährst da raus und dafür fährst du rein. Und ja. Noch ein bisschen jagen. Du störst da mal und ja, dann seid ihr da am Start. Das ist der, der so schlechte Werte hat, der nach Hause sollte. Das heißt, du übernimmst dann jetzt vielleicht mal da die Route. Und du störst weiter da.
Okay, so, und dann haben wir jetzt auf jeden Fall noch was 456. Das heißt, da könnten wir uns jetzt vielleicht mal das Core kaufen. Und das war's dann. Gut. Aber besser als nichts. So, hier haben wir auch noch einen, der theoretisch vielleicht mit dem Schiff nach Afrika verlegt werden kann. Und den schicken wir schon mal auf einen Transport. Der kann sich da hier ein bisschen neben dem Hafen mal verstecken. Okay, so. Die könnten vielleicht mal noch den Flugzeugträger, die Flieger den Flugzeugträger an sich verstärken, nicht die Flieger. Okay, so, ja, ansonsten sieht das momentan so aus, dass der leider nicht schießen kann. Und die anderen, oh, hier haben wir auch noch einen. Es ist einfach alles schweineteuer, leider Gottes. Okay, also die Verluste der Deutschen gehen langsam zurück. Die der Sowjets sind jetzt wieder höher, 2610. Amerikaner wenig und die Briten haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr. Nationale Moral 67, 92, 55 nur noch, 127, 100, okay. Also bei den Italienern geht es hier leider zurück. Das finde ich nicht so schön. Um es mal deutlich zu sagen. Der kommt da nicht weg. Und der auch nicht. Gut. Ja, die bleiben da mal weiter, beziehungsweise der kann vielleicht noch da hin. Und dann wollte ich noch die ganze Zeit schon die Hauptstadt aufladen. So, und wo hatten sie noch? Nancy hatten sie angegriffen. Das kriegt auch Abwehr 3. Gut, ja, mein Gott, machen wir mal. Und dann kommt der noch dahin in die Lücke und der kann vielleicht mal hier, ach, der kommt da rein mit dem Gewaltmarsch. Dann machst du das doch einfach mal, das albanische Korps. Die haben kein Geld mehr, okay. Ja, aber alles in allem sieht das doch exzellent aus. So, hier könnte man überlegen, den Flieger eventuell ja, woanders hin zu transportieren. Also an die Westfront und dafür den Ungarischen irgendwann mal zu kaufen. So, ja. Damaskus müssen wir halten. Ja, es wird ein ziemlich enges Rennen, glaube ich, um Damaskus geben. Wo ist denn jetzt eigentlich? Das wollte ich noch gucken. Der müsste noch zwei Felder, also es reicht noch nicht, um das Hex zu schützen. Gut, ja, aber im Endeffekt sieht es schon mal ganz gut aus. Wir nähern uns Baku. Wir nähern uns Kubitschew und ja, Jaroslaw haben wir genommen. Das Kaff hier, Kalinin, wird jetzt auch bald fallen und das hier wohl auch irgendwann, hoffentlich. Und ja, hier, das haben wir auch genommen. Medwesz-Jegorsk. Nähern uns der Segesha.
Und wenn wir uns die Produktionsliste ansehen, kommt ja das ein oder andere so langsam ja, auf uns zu. Zug wirklich beenden, jawohl. Okay, wir haben wieder fast 1300. 271 für Italien. Das war jetzt ein bisschen schwachsinnig von der KI. Aber gut. Okay. Sie ziehen sich zurück da. Zieht sich auch. Der zieht sich zurück. Der. Okay, der ist jetzt in die Stadt rein, dürfte aber nicht eingegraben sein. Okay. Die machen einen Schaden, diese schweren Bomber, das ist unfassbar. Also wenn sie die deutschen Einheiten angreifen, ist mir das lieber. Vor allen Dingen, wenn sie so Korps und sowas angreifen. Bei den Panzern, das finde ich dann schon ein bisschen frecher, muss ich sagen. Aber Korps finde ich noch in Ordnung. Aber bei den Italienern ist halt das Problem, die können sich halt nicht viel leisten. Die machen keinen Schaden. Das ist doch nicht deren Ernst, ey. Das Gute ist, dass die Bomber auch ordentlich Schaden nehmen durch die Bombungen. Der ist bis auf 4 runter, unfassbar.
Ach, den einen Jäger müssen wir wieder wegholen. Den hatte ich ja auf Dings gestellt. Ja, genau. Ja. Meine ich zumindest, dass ich ihn auf Boden gesetzt habe. Das müssten wir dann wieder ändern. Da war wieder 253. Habe ich auch im Forum mal nachgefragt, was das soll mit den 253 oder whatever da immer steht. Jetzt tun sie da schon ein Flieger da vorne. Himmel, hilf, was macht die KI nur? Was macht sie nur? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der erste oder der zweite Zug ist. Aber ich glaube, das müsste, also dass ich schon zwei gespielt habe. Von daher würde ich sagen, ja, machen wir dann jetzt gleich wieder einen Cut. Aber dann nehme ich noch einen Part für heute auf und guck mal, ja, ob ich da noch was schaffe. Also die größte Problematik für mich ist eindeutig momentan. Das blöde U-Boot wieder. Könnten wir eventuell mal einen Flugzeugträger vorsichtig vorbeischicken. Kann ja in Stavanger auch sozusagen in Deckung gehen und dann könnte man da mal drauf bomben. Wenn es die Situation zulässt. Okay, da wird eine Einheit hingespawnt bei Kurdamir. So, wir müssen mal gucken, was für eine Versorgung der stören die Versorgung. Okay, da wird jetzt aber nur rumgebombt. Die belgische Küste. 5%, das ist schlecht. So, weitere Einheiten sind gespawnt. Gut, ja, momentan 49 zu 160 zu 29, 33 und 27. Also bei den Amerikanern, da muss ich noch ein bisschen auf die Tube drücken. Wobei, ja. Da denke ich mal, den kann man zum Beispiel mit einem Schuss rausnehmen, wenn man da hier den Angriff mitnimmt, vielleicht den auch.
Und ja, müssten natürlich einige Einheiten dringend mal geheilt werden. Das steht natürlich auf der anderen Seite auf einem ganz anderen Blatt, dass das der Fall ist. Aber das schauen wir uns dann alles beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Was wir nochmal machen können, ist, dass wir dem einen kleinen Abschiedsgruß vorbeischicken. Frechdachs, der Frechdachs und der Dechfrax. Tja, 66, 91, 55, das ist gleich geblieben. 126, 100. Ja, die MPP gehen bei Italien leider etwas zurück. Bei den Deutschen sind sie jetzt wieder ein bisschen gestiegen, dadurch durch die Geländegewinne. Sowjets, die hatten mal so einen kleinen Knick, ist jetzt wieder ein bisschen höher. Amerikaner ist was runter und ja, die Briten, die haben jetzt einen ordentlichen Sprung gemacht. Ich schätze mal, die haben eine Industriestufe fertig gekriegt. Aber ja, schauen wir uns beim nächsten Mal alles an. Bis denn, ciao, ciao.